Die Schweiz zählt zu einem der beliebtesten Urlaubsländer. Allein 2018 haben über 30 Millionen Gäste Wandern, Bergsport, Wellness und Familienurlaub in der prachtvollen Natur genossen. Dabei kommt es jedoch auch immer wieder zu Wanderunfällen in den Bergen, meist verursacht durch falsches Schuhwerk. Ja, ich kenne das sehr gut. Wir haben schon oft Gäste gehabt, die dann in die Berge rauf sind und das Verhältnis nicht gekannt haben. Und dann sind sie verletzt heimgekommen. Jörg-Peter Krebs, Chef Tourismusverband Schweiz, kennt diese Probleme. Die Schweiz gilt ja als sicheres Land, das möchten wir auch gerne bleiben. Bereits seit 2015 hat die Universität Zürich von uns Aufträge, um eben neue Sicherheitskonzepte zu entwickeln. Und wie das aussieht, weiß das Team um Professor Dr. Gottfried Füßli. Er ist bei seiner Forschung zu einem erstaunlichen Ergebnis gekommen, das den Wandertourismus revolutionieren könnte. In Zusammenarbeit mit der bionischen Abteilung des Schweizer Militärs haben wir die graue Bergziege Capra grigia beobachtet. Wir haben die Bergziegenhufe in ein Computerprogramm eingespeist und Erstaunliches festgestellt. Durch die halbrunde Form des Bergziegenhufes entstehen in den Beinen starke Kapillarkräfte. Wir haben auch an der muskulären Beschaffung des Unterfußes geforscht und daraus ein sogenanntes Exobeinskelett entwickeln. Den Goat Secure. Das Endergebnis unserer Forschung garantiert absolute Trittsicherheit. Damit könnte die Schweiz sogar das sicherste Bergwanderland der Welt werden. Jedoch Vignettenpflicht, Schweizer Franken tauschen und jetzt noch der verbindliche Goat Secure. Bei deutschen Touristen ist noch Überzeugungsarbeit nötig. Wesentlich, das ist nur, wenn Sie nicht oder? Bist du mal verständlich? Weiß oder was? Das ist ja nicht normal. Naja, wir wollen ein bisschen wandern, das ist ja Leute nicht in 3 Tagen da. Wir haben doch Schuhe, die Tasche, da sind Lippenpflege drin mit Sonnenschutz. Das soll ich jetzt ja. Na, mach mal mit. Mach mal mit, Roland, dann kommen wir vielleicht im Fernsehen. Ja, komm, der gib her, ich mach. Ja, mach ich. Der Goat Secure, made in Switzerland.